Hallo, ich bin Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Wir haben heute mal wieder eine besondere Berichterstattung, nämlich mit dem Titel Guantanamo in Lörrach. Ja, ich hatte das ja schon angekündigt, wir hatten auch schon mal darüber berichtet. Es gibt hier also Vorfälle auch in der Region, wo ich hier ansässig bin, in Basel und Umgebung und vor allen Dingen hier auf der BRD-Seite in Baden-Württemberg. Doch so einiges, was berichtenswert ist. Und ich habe jetzt hier dazu Folgendes veröffentlicht. Wer kennt nicht die grausamen Bilder menschenverachtender Folterungen aus Guantanamo? Begangen von zivilisierten Militärs und Geheimdiensten westlicher Demokratien, in Anführungszeichen, in einer kleinen US-Militärenklave auf der Insel Kuba, auf der sogenannte Terroristen, darunter auch 14-jährige Kinder, unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten, gepeinigt und gefoltert werden. Ohne Rechtsbeistand, ohne ein ordentliches Verfahren und das schon seit dem Jahre 2001, wo angeblich ja arabische Terroristen aus Höhlen stammend die zwei World Trade Center Wolkenkratzer in New York mittels Flugzeugen zum kontrollierten, implodierten Einsturz brachten. Hoppla nein, obwohl nur zwei Wolkenkratzer getroffen wurden, brachen insgesamt drei zusammen? Nun, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Zurück zur Folter, zur Menschenverachtung. Sie denken, das gibt es nur in Guantanamo in Kuba oder Abu Ghraib im Irak. Ja. Weit gefehlt. Das gibt es auch in der BRD. In einem kleinen Provinzstädtchen an der Schweizer Grenze in Lörrach. Hier gibt es die sogenannte JVA, Justizvollzugsanstalt, mit mittelalterlichem Auftritt, wie die Abbildungen in meiner Veröffentlichung zeigen. Ja? Zu lesen unter wakenews.net, Guantanamo in Lörrach. Und hier wurde am 12.11.2012 am frühen Nachmittag Herr Martin Deschler, ein Bauer aus Grenzach-Wielen, wie gesagt, wir hatten schon einmal darüber berichtet, mit Handschellen von einer Polizeimannschaft aus Grenzach-Wielen, das gehört zum Landkreis Lörrach, abgeliefert und brutal gegen seinen Willen, ohne Haftbefehl, ohne Gefahr im Verzug, wegen eines Bagatellfalls, einer Strafe in Anführungszeichen seitens des Landratsamtes Lörrach in Höhe von 141 Euro eingelocht. Gefesselt, von mehreren Wärtern hineingetragen, in eine dunkle Zelle, in den Keller gesperrt, mit abgehangenen kleinen Fensterlein in nicht erreichbarer Höhe, in ein kaltes Verlies mit offenem Klo und ohne Klopapier, eisig kalt, mit Schaumstoffmatratze und Plastikdecke, ohne Kopfkissen, gewaltsam entkleidet, also nackt, verbrachte er dort zwei volle Tage, Essen verweigernd, weil er Stuhlgang vermeiden wollte, weil ihm ja kein Klopapier oder ähnliches gelassen wurde. Andauernd mit unerträglichem Summen eines Ventilators quälend, kontinuierlich mit einer extra angebrachten Kamera filmend, ohne sich waschen zu können. Er wurde ja direkt schmutzig mitten aus der Arbeit von zwei mit Blaulicht und Martinshorn durch die Gegend fahrenden Streifenwagen ohne Haftbefehl, ohne Durchsuchungsbefehl, ohne Gefahr im Verzug von seinem Grundstück von diesen entführt.
Ja, mit blutenden Händen und steifem Handgelenken von den viel zu straff angezogenen Handschellen nach einer tückischen Attacke eines Polizisten besonders schmerzhaft verletzt, die ganze Zeit in dieses Verlies verbracht. Wegen 141 Euro Schuld gegenüber einem Landratsamt, die übrigens nicht einmal als rechtmäßig anerkannt wurde von Herrn Deschler und dagegen Widersprüche, Rechtsmittel eingelegt waren, da wird man in der BRD, in Lörrach, in Grenzach-Wielen, in Baden-Württemberg einfach mal so gefoltert und eingekerkert. Ohne rechtsgültige Beschlüsse, alle Menschenrechte verletzend. Oder? Was besagen denn die Menschenrechte? Das Grundgesetz. Ja, nehmen wir doch mal Auszüge aus dem Grundgesetz der BRD und den internationalen Menschenrechten. Fangen wir mal an mit dem Grundgesetz. Da heißt es im ersten Artikel, Punkt 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Punkt 2, das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Drittens, die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Dann der Artikel 2, Punkt 1. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsgemäße Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Punkt 2. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Und Artikel 16a, Absatz 5. Die Absätze 1 bis 4 stehen völkerrechtlichen Verträgen von Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften untereinander und mit dritten Staaten nicht entgegen. Die unter Beachtung der Verpflichtungen aus dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, deren Anwendung in den Vertragsstaaten sichergestellt sein muss, Zuständigkeitsregelungen für die Prüfung von Asylbegehren einschließlich der gegenseitigen Anerkennung von Asylentscheidungen treffen. Also mehrfach hier die Menschenrechte im Grundgesetz bereits als oberstem Gesetz der BRD verankert. Ja, und dann schauen wir doch mal auf die universalen Menschenrechte. Hier zum Beispiel auf der Basis der Resolution der UNO 217a in Klammern römisch 3 vom 10.12.1948. Übrigens die Bundesrepublik Deutschland oder BRD hat sich ja den Menschenrechten verpflichtet. Hier beispielsweise Artikel 3. Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Artikel 5. Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Also niemand darf
dann wahrscheinlich wegen privater Schulden einfach mal so in Haft genommen werden, ne? Niemand darf nur deswegen in Haft genommen werden, weil er nicht in der Lage ist, eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. Und niemand darf mit Gewalt oder Gewaltandrohung gegen sich selbst aussagen, verboten und nicht die Vernehmungsmethoden. Ja? Dann hier noch den Artikel 8. Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zuständigen innerstaatlichen Gerichten gegen Handlungen, durch die seine ihm nach der Verfassung oder nach dem Gesetz zustehenden Grundrechte verletzt werden. Artikel 9. Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden. Und Artikel 30. Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin ausgelegt werden, dass sie für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht begründet, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung zu begehen, welche die Beseitigung der in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten zum Ziel hat. Ja, mal drüber nachdenken, ne? Deswegen haben wir ja auch eine ganze Menge jetzt schon mal unternommen und Presseanfragen natürlich gestellt, die hier beispielsweise im Artikel zu finden sind. Bevor wir also jetzt uns das Interview mit dem betroffenen Landwirten anhören, lass uns doch mal durchlesen, was wir da geschrieben haben. Also wir hatten da als Ursache dieser Festnahme und dieser Behandlung von Martin Deschler festgestellt das Landratsamt Lörrach. Und dem Landratsamt Lörrach stehen vor hier die Frau Marion Dammann, Landrätin. Schauen wir doch mal rein. So, hier nun kam zunächst einmal also meine Presseanfrage an das Landratsamt Lörrach, Frau Dammann. Sehr geehrte Frau Dammann, wir erbitten folgende Informationen für eine Veröffentlichung, nicht? Rausgeschickt am 22.11.2012. Hintergrund: Am 12.11.2012, etwa gegen Mittag, wurde ein Mann namens Martin Deschler wohnhaft in 79639 Grenzach-Wielen durch Polizeikräfte des Polizeiposten Grenzach-Rheinfelden gegen seinen Willen festgenommen und von seinem Grundstück verschleppt, ohne einen Anwalt bzw. einen Verwandten informieren zu können. Angeblich wegen nicht gezahlter Forderungen vom Landratsamt in Höhe von ca. 120 Euro. Besonders schwerwiegend ist, dass es sich um einen Landwirt handelt, dessen Vieh unversorgt bleiben musste und daher enorme Schäden entstanden sind. Er wurde durch Polizeikräfte offenbar gefesselt, zunächst im Polizeifahrzeug längere Zeit festgehalten, bevor er dann in die JVA Lörrach, Justizvollzugsanstalt, verbracht wurde. Wir bitten eine umgehende, rasche Information zu den Hintergründen, den Anschuldigungen, wer den Einsatz befohlen hat, sowie Ihre Stellungnahme. Auch hätten wir gerne gewusst, ob es üblich ist, dass das Landratsamt so mit einem vermeintlich säumigen Schuldner umgehen lässt. Bitte senden Sie uns die Infos bis spätestens Montag, 26.11.2012 via E-Mail zu. Vor allem interessiert uns der Aspekt der Verhältnismäßigkeit, auch im Hinblick auf die Grundrechte, die gemäß Grundgesetz in der BRD tangiert sind, sowie die Auswirkungen der Verletzungen von Menschenrechten gemäß UMRK, UN-Charta, Artikel 5. Unter anderem, niemand darf einfach so wegen privater Schulden in Haft genommen werden, niemand darf nur deswegen in Haft genommen werden, weil er nicht mehr in der Lage ist,
eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. Niemand darf mit Gewalt oder Gewaltandrohung gegen sich selbst aussagen, verbotene nichtige Vernehmungsmethoden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir eine Kopie dieser Presseanfrage auch parallel an die jeweiligen vorgesetzten Stellen gesendet haben. Wir verweisen nur der Ordnung halber auf das Presseauskunftsrecht gemäß BRD-Presserecht, Landespressegesetz Baden-Württemberg sowie das IFG-Informationsfreiheitsgesetz. Für die Bearbeitung und Beantwortung möchten wir uns schon jetzt bei Ihnen bedanken, da wir nächste Woche ausführlich darüber berichten möchten. Ja, das war also die Anfrage. Und ja, das bekamen wir zurück. Ja, das Landratsamt hatte sofort als erste geantwortet zu dem Thema, und zwar von Christine Brehm als Pressereferentin, antwortete gleich am 26.11. Sehr geehrter Herr Jägler, vielen Dank für Ihre Anfrage. Bei dem von Ihnen geschilderten Fall handelt es sich um ein übliches Vorgehen, wenn ein Schuldner nach mehrmaliger Aufforderung seiner Zahlung nicht nachkommt. Ja, jetzt habe ich aber dann doch gedacht, das nur allein als Antwort stehen zu lassen. Fragen wir nochmal nach. Sehr geehrte Frau Behm, habe ich dann am gleichen Tag geschickt. Vielen Dank für Ihre Nachricht. Erlauben Sie mir bitte folgende Nachfrage, da Ihre Information ja in unsere Veröffentlichung einfließen wird. Für das Eintreiben vermeintlich rechtlich einwandfreier Forderungen nimmt das Landratsamt üblicherweise Verstöße gegen Grundrechte gemäß Grundgesetz sowie Menschenrechtsverstöße gemäß UNMRK in Kauf. Auch gibt es keine Bedenken zu möglichen Folgeschäden, wie hier zum Beispiel Tierschutz. Ja, wollte einfach nur nochmal, dass Sie nochmal überlegen, was Sie mir antworten. Da bekam ich die Antwort: für das Eintreiben von Bußgeldforderungen nimmt das Landratsamt selbstverständlich nicht üblicherweise Verstöße gegen Grundrechte sowie Menschenrechtsverstöße in Kauf. Die Anordnung der Erzwingungshaft stellt ein gesetzlich vorgesehenes Mittel dar, um zu erreichen, dass der Betroffene seiner Zahlungsverpflichtung nachkommt. Die Maßnahme ist geregelt in Paragraphen 96 folgende OWIG. Ordnungswidrigkeitengesetz der BRD. Ne? Anzumerken ist zudem, dass in diesen Fällen die Erzwingungshaft nicht vom Landratsamt, sondern vom Gericht angeordnet wird. Sofern die Tierschutzerwägungen anführen, erweise ich darauf hin, dass der Betroffene im Vorfeld der Maßnahme die Gelegenheit zur Stellungnahme erhält und darlegen kann, dass eine Erzwingungshaft im Einzelfall nicht verhältnismäßig ist. Dies zu prüfen ist jedoch Sache des zuständigen Richters. Das Landratsamt als Gläubigerin hat mit den Einzelheiten der Vollstreckung nichts weiter zu tun. Sofern jetzt noch Fragen offen sind, bitte ich Sie, die aus Ihrer Sicht verletzten Normen ausdrücklich sowie die angeblichen Verstöße konkret zu benennen. Ja, und da blieb mir eigentlich nur folgende Antwort zunächst, bevor wir jetzt hier berichten. Alles noch am 26. November. Sehr geehrte Frau Brehm, vielen Dank für Ihre Ergänzung der Information. Ja, ich werde in meiner Berichterstattung vor allem auch über die Grundrechte, das Grundgesetz, das über allen Gesetzen in der BRD steht, sowie über Menschenrechte sprechen, vor allem angesichts der Tatsache, dass die BRD im 2013 im Vorsitz des UN-Menschenrechtsrats sitzen wird. Wie erläutert in der ersten Anfrage UN-Charta Artikel 5, was vor allem auch im Ausland für Interesse sorgen wird, dass Menschen in der BRD wegen privater Schulden eingelocht werden können. Es ging ja nicht um die Erzwingung einer eidesstattlichen Versicherung, was im Übrigen genauso dazu zählen würde. Auch ist das Landratsamt ja für die Menschen da und sollte nicht gegen Menschen arbeiten. Oder wie sehen Sie die Funktion Ihrer Institution? Eben auch der Aspekt der Verhältnismäßigkeit hat ja mit Menschlichkeit, Menschenrecht, hier auch Tierschutz zu tun. Wie kommt das Landratsamt eigentlich auf die Idee, gegen ihre eigene Bevölkerung mit solchen Mitteln zu Felde zu ziehen? Sie sprachen es ja aus, es ist üblich, dass sie so verfahren. Gibt es da keine Überlegungen zu Verhältnismäßigkeit, eigene Überlegungen zu Verantwortung?
Frau Dammann ist doch als vorstehende Leiterin auch persönlich verantwortlich für das, was in ihrem Bereich geschieht, oder? Sie ist doch auch Landrätin, nicht wahr? Mir scheint hier, so geht's da weiter, also neben rein rechtlichen Aspekten auch ein Verantwortungsdelikt gegen die Menschlichkeit vorzuliegen. Ihr Hinweis zum OWIG, Ordnungswidrigkeitengesetz. Hier liegen mir die Informationen vor, dass das OWIG, das Ordnungswidrigkeitengesetz der BRD, gar nicht mehr gültig ist. Sodass allein aus dieser Problematik noch ganz andere Dinge Berücksichtigung finden müssen. Hier die entsprechenden Informationen dazu habe ich dort angegeben. Das OWIG ist nur noch auf Schiffen und Flugzeugen gültig, denn es wurde 2007, zweites Bereinigungsgesetz, dadurch ungültig, dass das Einführungsgesetz rückwirkend außer Kraft gesetzt wurde. Der Geltungsbereich, § 5 OWIG, fiel weg, bis auf Schiffe und Flugzeuge, da im Grundgesetz der Artikel 23, das ist der Geltungsbereich, ja, dieser Geltungsbereich eigentlich gestrichen wurde, ne? Obwohl im Grundgesetz Artikel 144 Absatz 1 und 2 für den Artikel 23 ein Geltungsbereich gefordert wird. So steht es da. Im Übrigen stellen Präambeln, ja, keine Gesetze da, und im Übrigen ersetzen Kommentare, die das anders darstellen, keine Gesetze. Das nur mal so am Rande, ne? Das war dann meine Antwort darauf. Jetzt schauen wir doch mal, was wir den anderen geschrieben hatten. Und hier war für mich natürlich zunächst auch mal wichtig, die Polizeidirektion an den Polizeidirektor Michael Gehry. Auch wieder hier geschickt am 21. November per Fax. Sehr geehrter Herr Gehry, wir bitten folgende Informationen für eine Veröffentlichung, Hintergrund. Am 12.11.2012, etwa gegen Mittag, wurde ein Mann namens Martin Deschler, wohnhaft im 79639, Grenzach-Wielen, durch Polizeikräfte des Polizeipostens Grenzach-Rheinfelden, ja, die gehören also zu dieser Polizeidirektion Lörrach, gegen seinen Willen festgenommen und von seinem Grundstück verschleppt, ohne einen Anwalt bzw. einen Verwandten informieren zu können, angeblich wegen nicht gezahlter Forderungen. Besonders schwerwiegend ist, dass es sich um einen Landwirt handelt, dessen Vieh unversorgt bleiben musste und daher enorme Schäden entstanden sind. Er wurde durch Polizeikräfte offenbar gefesselt, zunächst im Polizeifahrzeug längere Zeit festgehalten, bevor er dann in die JVA Lörrach verbracht wurde. Wir erbitten eine umgehende rasche Information zu den Hintergründen, den Anschuldigungen, die Beschreibung der Festnahme, ne? Zwei Streifenwagen, Blaulicht, Martinshorn, dann Handschellenfesselung, eine Kopie des Haftbefehls, die Namen der beteiligten Polizisten, die Kosten des Einsatzes, wer den Einsatz befohlen hat, sowie ihre Stellungnahme. Auch hätten wir gern gewusst, was die Polizei getan hat, damit während der Abwesenheit von Herrn Deschler, dessen Hof beaufsichtigt, abgeschlossen, die Tiere versorgt wurden. Auch wurde mir zunächst mitgeteilt, dass ich durch eine erste telefonische Auskunft durch Herrn Langanki am 12.11.2012, dass Herr Deschler dies ohne Probleme selbst aus seiner Haft in der JVA heraus bewerkstelligen könnte und getan hat. Trifft das zu? Bitte senden Sie uns Ihre Infos bis spätestens Montag, den 26.11. via E-Mail zu. Vor allem auch interessiert uns der Aspekt der Verhältnismäßigkeit und so weiter und so weiter. Ja, ja, also das war da die Frage dazu. Und was haben wir da an Informationen denn von der Polizeidirektion erhalten? Sehr geehrter Herr Hegeler, der Leiter der Polizeidirektion Lörrach, Herr Gehry, hat die Pressestelle beauftragt, Ihre Anfrage zu beantworten. Wir haben über den Vorfall in einer Presseinformation am 13.11.2012 berichtet und sind so der Informationspflicht nachgekommen. Sie können die Details im Presseportal der Landespolizei unter http
pressepolizei-bwl.de nachlesen. Darüber hinaus geben wir keine weiteren Auskünfte, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt. Herr Joachim Langanki, Öffentlichkeitsarbeit, Polizeidirektion Lörrach. Ja, und was dort verlautbart wurde, hat man schon in der Sendung das letzte Mal erwähnt. Stand nicht viel drin. Mal ein Kommentar. Ja, und dann haben wir natürlich auch die Justizvollzugsanstalt angeschrieben. Und zwar den Leiter, Herrn Werner Hoffmann. Also diese Justizvollzugsanstalt, die hat ihren Hauptsitz in Waldshut-Tingen und hat eine Außenstelle in Lörrach. Nicht? Das ist so ein mittelalterliches Gebäude. Ja, und da hatten wir Herrn Hoffmann angeschrieben mit denselben Hintergründen. Und dann haben wir eben speziell hier gefragt: Wir bitten eine umgehende, rasche Information zu den Haftbedingungen, wie die Unterbringung, Körperpflege, medizinische Versorgung der Wunden, die ihm durch die Festnahme entstanden sind, die Versorgung allgemein, die Zellenbeschreibung, ob geheizt war, ob der gegen seinen Willen Inhaftierte gewaltsam entkleidet wurde, ob er nackt in der Zelle verbringen musste, welche Art die Bettwäsche war, ob die hygienischen Umstände ausreichend waren, ob eine Kamera in der Zelle angebracht war und diese Aufnahmen machte, ob es laute Geräusche während der Haft gegeben hat und so weiter. Hatte Herr Deschler die Möglichkeit, während seines Aufenthaltes bei Ihnen einen Anwalt, seine Familie oder Menschen anzurufen, die ihm bei der Versorgung seiner Tiere, seines Hofes, während seiner Abwesenheit hätten helfen können, und konnte er diese wichtigen Telefonate machen? Wir erbitten Auskunft, ob Herr Deschler während seiner Haftzeit bei Ihnen von einem Arzt untersucht wurde und um welchen Arzt es sich handelt. Name, Anschrift. Wir erbitten ebenso die Kopie des Haftbefehls, der Einlieferungsunterlagen, des Schreibens, in der der Inhaftierte explizit die Löschung von Film- und Fotoaufnahmen verlangt hat, die gegen seinen Willen von ihm gemacht worden sind, sowie ihre Stellungnahme bitte bis spätestens Montag, 26.11. via E-Mail. Ja. Und so weiter. Die Hinweise da haben wir natürlich auch gebracht. Jetzt, das bekamen wir zurück, vorab per E-Mail, kam rechtzeitig an. Herr Detlef Hegeler, Inhaftierung des Martin Deschler in der Außenstelle Lörrach, Ihr Schreiben vom 21.11.2012. Sehr geehrter Hegeler, Ihre Anfrage vom 21.11.2012 zu Einzelheiten der Vollstreckung der Erzwingungshaft gegen Martin Deschler möchte ich wie folgt beantworten. Nach am 12.11.2012 in Grenzach-Wielen erfolgter Festnahme durch die Polizei wurde Herr Deschler zur Vollstreckung einer durch das Amtsgericht Lörrach verhängten Erzwingungshaft von 2 Tagen rechtskräftig seit 1.7.2012, schon so lange, um 11.30 Uhr der Außenstelle Lörrach der Justizvollzugsanstalt Waldshut-Tingen zugeführt. Er wurde, wie dies bei Neuzugängen üblich ist, dem Anstaltsarzt vorgestellt, der seine Haftfähigkeit bescheinigte. Am 14.11.2012 wurde Herr Deschler um 10.45 Uhr aus der Haft entlassen. Ich bitte um Verständnis dafür, dass mir weitergehende Ausführungen zu Einzelheiten des Vollzugsverlaufs, aber auch die Übersendung von Vollstreckungsunterlagen aus Rechtsgründen nicht möglich sind. Das Original dieses Schreibens erhalten Sie auf dem Postweg. Hoffmann, leitender Regierungsdirektor. Das habe ich auch übrigens hier auf der Webseite als Dokument verfügbar gemacht. Also irgendwie die Antworten, die auf meine Fragen kommen nicht so recht. Hatte ich das Gefühl. Okay, hier haben wir dann noch ein wichtiges Schreiben, nämlich das, was ich dem Herrn Oberstaatsanwalt Freiburg Zweigstelle Lörrach auch zugefaxt hatte, nämlich auch am 21.11. Herrn Dieter Inhofer.
Sehr geehrter Inhofer, wie bereits telefonisch angekündigt, ne, ich habe nämlich gleich am 12.11. schon gleich ihn auch angerufen, um zu fragen, was mit Herrn Deschler los sei, ob er was wüsste. Ne? Wusste ja sonst keiner was Bescheid. Und da hat er mir schon so angekündigt, ja, ob er nicht was mit mir hätte schon. Ich dachte, mit mir haben sie nichts. Oder frug dann, er wüsste gar nicht, ob ich ein rechtmäßiges Medium sei, ne? Ob ich überhaupt Presse sei, so inhaltlich. Ne? Also das nur so am Rande. Aber habe ich dann geschrieben, dasselbe wie vorhin, letztlich, wir erbitten eine umgehende rasche Information zu den Hintergründen, den Anschuldigungen, eine Kopie des Haftbefehls sowie Ihre Stellungnahme bitte bis spätestens Montag, den 26. via Mail. Vor allem interessiert uns der Aspekt der Verhältnismäßigkeit auch im Hinblick auf die Grundrechte, die gemäß Grundgesetz in der BRD tangiert sind, sowie die Auswirkungen der Verletzung von Menschenrechten gemäß UN-Charta. Ja, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir eine Kopie dieser Presseanfrage auch parallel an die jeweiligen vorgesetzten Stellen gesendet haben. Und dann habe ich geschrieben, wir verweisen nur der Ordnung halber, wie ich das bei jedem immer mache, auf das Presseauskunftsrecht gemäß BRD-Presserecht, Landespressegesetz Baden-Württemberg sowie das IFG, Informationsfreiheitsgesetz und so weiter. Ja, und am 30.11. trudelte ein Antwortschreiben von Herrn Inhofer hier ein. Da stand drin, übrigens auch abgebildet auf der Seite, Herrn Detlef Clemens Hegeler, Wake News und so weiter. Vor Ermittlungsverfahren Detlef Clemens Hegeler wegen Anfrage des Detlef Hegeler. Da war ich schon mal ganz erstaunt. Ein Vorermittlungsverfahren. Okay, sehr geehrter Herr Hegeler, steht da, Ihrem Auskunftsbegehren kann nicht entsprochen werden. Zum einen setzt der Anspruch aus § 4 Landespressegesetz nach der Rechtsprechung voraus, dass der Auskunftbegehrende durch ein Presseunternehmen legitimiert ist. Das ist vorliegend nicht ersichtlich. Darüber hinaus stehen Gründe des Datenschutzes der von Ihnen begehrten Auskunft entgegen. Mit freundlichen Grüßen, gezeichnet Inhofer, leitender Oberstaatsanwalt, darunter, diese Mitteilung wurde elektronisch erstellt, ist aber auf Papier, ne, als Brief zugeschickt worden. Also diese Mitteilung wurde elektronisch erstellt und enthält deshalb keine Unterschrift, wofür um Verständnis gebeten wird. Das habe ich zurückgekriegt. Auf das abgebildet. Gut, das ja, das wollte ich nicht unbeantwortet lassen, weil ich ja jetzt am Wochenende hier diese Veröffentlichung mache. Also im Laufe des 1. oder 2. Dezember 2012. Und ich kriegte das ja erst am 30.11. Ja, also dann dementsprechend spät. Da habe ich dann eine entsprechende E-Mail formuliert. Ich habe geschrieben, sehr geehrter Herr Inhofer, per E-Mail. Ja. Übrigens habe ich gleich auch die Pressestelle des Justizministeriums in Baden-Württemberg in Stuttgart mit auf den Verteiler gesetzt. Sehr geehrter Herr Inhofer, wie gemäß nochmalig beigefügten Schreiben meiner Presseauskunftsanforderung vom 21.11.2012 Eingang bei Ihnen per Fax am 21.11.2012 erläutert, erhebe ich Ansprüche auf mein Auskunftsbegehren zu dem angegebenen Fall, sowie bereits beschrieben nach dem Landespressegesetz Baden-Württemberg sowie nach dem IFG, Informationsfreiheitsgesetz. Ihr im Übrigen nicht rechtsgültiges Schreiben, es ist nicht unterzeichnet und trägt kein Amtssiegel, beinhaltet mehrere sachlich unrichtige Aussagen, die ich Ihnen gern hier erläutern möchte. Und hier die wesentlichen Passagen, Auszüge. Hier finden Sie die jeweiligen Links zu den benannten Rechtsquellen meines Begehrens. Ja, habe ich immer die Rechtslinks dazu getan.
Zitat Anfang, Gesetz über die Presse, Landespressegesetz Baden-Württemberg. Vom 14. Januar 1964, zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Februar 2003. Paragraph 1. Freiheit der Presse. Absatz 1. Die Presse ist frei. Sie dient der freiheitlichen, demokratischen Grundordnung. Absatz 2. Die Freiheit der Presse unterliegt nur den Beschränkungen, die durch das Grundgesetz unmittelbar und in seinem Rahmen durch dieses Gesetz zugelassen sind. Absatz 3. Sondermaßnahmen jeder Art, die die Pressefreiheit beeinträchtigen, sind verboten. Absatz 4. Berufsorganisationen der Presse mit Zwangsmitgliedschaft und einer mit hoheitlicher Gewalt ausgestatteten Standesgerichtsbarkeit der Presse sind unzulässig. Absatz 5. Gesetzen, die für jedermann gelten, ist auch die Presse unterworfen. Paragraph 2. Zulassungsfreiheit. Absatz 1. Die Pressetätigkeit einschließlich der Errichtung eines Verlagsunternehmens oder eines sonstigen Betriebes des Pressegewerbes darf von irgendeiner Zulassung nicht abhängig gemacht werden. Paragraph 3. Öffentliche Aufgabe der Presse. Die Presse erfüllt eine öffentliche Aufgabe, wenn sie in Angelegenheiten von öffentlichem Interesse Nachrichten beschafft und verbreitet, Stellung nimmt, Kritik übt oder auf andere Weise an der Meinungsbildung mitwirkt. Paragraph 4. Informationsrecht der Presse. Absatz 1. Die Behörden sind verpflichtet, den Vertretern der Presse, die der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgabe dienenden Auskünfte zu erteilen. Absatz 3. Anordnungen, die einer Behörde Auskünfte an die Presse allgemein verbieten, sind unzulässig. Zitat Ende. Und da schreibe ich dann weiter, offenbar sind Sie dieser Gesetze nicht umfänglich kundig, denn sonst hätten Sie mir diese oben zitierte Antwort, die ich hiermit gleichfalls als Kopie an die Pressestelle des Justizministeriums Baden-Württemberg weiterleite, zur Kenntnis und gegebenenfalls Rechtshilfe. Hier ist auch der Link zum IFG, Informationsfreiheitsgesetz. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Kann man nachlesen. Bei dem Paragraphen 4 Landespressegesetz Baden-Württemberg, auf den Sie sich beziehen, kann ich beim besten Willen die von Ihnen genannte Ein- oder Beschränkung nicht finden. Es wäre auch verwunderlich. Man muss kein Presseunternehmen in Anführungszeichen sein, um Pressearbeit zu tun, die sich an die Öffentlichkeit wendet. Im Gegenteil. Pressearbeit darf nicht von einer Zwangsmitgliedschaft oder sonstigen Einschränkungen abhängig gemacht werden. Auch wenn es einige vielleicht gern tun möchten. Mein Verständnis von Pressearbeit, richtiger Pressearbeit, kann man sehr leicht bei einem Zitat von George Orwell finden, hier das besagte: Journalism is printing what someone else does not want printed. Everything else is public relation. Übersetzt auf Deutsch. Ja, George Orwell war ja, ne, englischsprachig. Journalismus ist etwas zu drucken, etwas zu veröffentlichen, was andere nicht wollen, was veröffentlicht werden soll. Alles andere ist Propaganda. Ne? Das sage ich auch oft hier in meinen Sendungen. Und dann schreibe ich weiter. Selbstverständlich habe ich einen Presseausweis und bin auch bei einer Presseagentur der GNS Press Association, was übrigens immer auch Bestandteil des Briefbogens ist, den ich bei Presseanfragen versende. Ich unterhalte das Basel Office, dort bin ich registriert und ebenso bin ich natürlich auch bei anderen Medien akkreditiert.
falls Sie das meinen. Das ist zu Ihrer Kenntnis, selbstverständlich auch im Impressumbereich, auf der Webseite erkenntlich. Und ich habe Ihnen den Link da reingeschrieben, wakeness.net, über uns. Es steht Ihnen frei, sich dort zu erkundigen, aber haben Sie bitte Verständnis, dass ich Sie hiermit auch bitte, mir zunächst eine Kopie Ihrer Bestellung zum Oberstaatsanwalt bzw. Ihres Amtsausweises zur Verfügung zu stellen, damit wir sozusagen beide über unsere Aufgaben und Legitimationen informiert sind. Ja, und obwohl nunmehr Ihre ausstehende Auskunft-Stellungnahme nicht mehr in die kommende Berichterstattung einfließen kann, ja, hat er ja nicht reingeschickt, respektive nur mit dem, was mir bislang vorliegt, das habe ich gerade getan, bestehe ich natürlich weiterhin auf einer ausführlichen Auskunft sowie der oben angeführten Information zu Ihrer Legitimation, die ich nachträglich berichten werde. Hierfür habe ich mir den 6.12.2012 vorgemerkt und würde es sehr begrüßen, wenn Sie mir bis dahin die entsprechenden Infos zuleiten. Es ist ja sicher alles vorhanden. Den Bezug auf Datenschutz kann ich leider auch nicht nachvollziehen. Sie müssen mir Auskunft zum Fall geben, wer die Inhaftierung verlangt, vorgenommen, wer unterschrieben hat und mir auch das Dokument gegebenenfalls zur Einsicht oder Ablichtung gerne beisern und mit Genehmigung des Betroffenen zugänglich machen und welche Rolle Sie bei dieser Aktion gespielt haben bzw. spielen. Mir liegen von allen anderen angeschriebenen Stellen bereits Informationen vor oder gibt es irgendetwas zu verbergen, was die Öffentlichkeit nicht wissen soll oder darf? Mit vielen Dank im Voraus und mit freundlichen Grüßen, Detlef Hegeler, GNS Press Association, Basel Office. Ja, ja, und jeder, der sich jetzt wundert, warum ich mich da so intensiv damit beschäftige, das hängt natürlich auch ein bisschen mit Dingen in eigener Sache zu tun, weil Herr Dieter Inhofer auch verwickelt ist hier in die Unterdrückung von Pressefreiheit meiner Medien. Denn, ein Hinweis in eigener Sache, Herr Dieter Inhofer ist im Übrigen auch federführend in der rechtswidrigen Beschlagnahmung meiner Unterlagen, Gerätschaften, Datenträgern, Computern, Kameras etc., also einem Überfall auf ein unabhängiges Medium mit schwerem Angriff auf die Pressefreiheit, im sogenannten Rechtshilfeverfahren zusammen mit der Basler Polizei und Staatsanwaltschaft tätig gewesen bzw. involviert. Diese Beschlagnahmung wurde inzwischen aufgehoben, angeblich, weil die Freiburger respektive Lörracher Staatsanwaltschaft, das sind ja BRD-Behörden, das Rechtshilfegesuch zurückgezogen haben mit dem Hinweis, es wäre jetzt nicht mehr nötig, an meine Sachen heranzukommen. Bei dem obskuren Fall der Strafanzeigen der Herrschaften Jürgen Albrecht und Klaus Feist, übrigens Mitarbeiter beim Jobcenter in Lörrach, ne, in öffentlichen Funktionen tätig, die sich zunächst über diese investigative Berichterstattung, ne, die ich gemacht hatte, veröffentlicht bei mywakenews.wordpress.com am 18. März 2012, mit dem Titel Regieren im Jobcenter Lörrach, Machtgeilheit und Unmenschlichkeit, über die Machenschaften im Jobcenter Lörrach beschwerten, ja, wobei zuerst üble Nachrede als Grund der Aktion benannt wurde, später daraus das Wischiwaschi Beleidigung wurde, ja, und nun nichts mehr. War das Theater wohl dem BRD-Steuerzahler schon alles mal gekostet haben mag. Gut, die ganze Sache kann man nachvollziehen. Ich habe da einen Link gegeben, kann man alles nachlesen, was alles so inzwischen passiert ist. Ja. Und ich habe dann auch noch ein paar Fotos auf der Seite, wo man die Personen auch sich mal anschauen kann, die involviert sind, und andere Abbildungen und Links, die sicher interessant sind. Ja, aber jetzt hören wir doch mal zu, was Herr Deschler mir zu erzählen hatte, als ich ihn aufsuchte, dass er mir seine Geschichte erzählt. Bleibt also alles dran, alle dran, es wird hochspannend. Ja? Thank you.
So, hallo, hier ist der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Wir haben heute eine besondere Sendung, weil, ihr erinnert euch, ich habe einen Bericht gebracht über einen Bauern in Baden-Württemberg, hier in Grenzach-Wielen, der hier von der Polizei von seinem Hof weggeführt wurde. Weggeführt ist offenbar ein sehr freundlicher Ausdruck, das wird er uns gleich schildern. Und dann verbracht wurde in eine Zelle, eine kalte Zelle in der Justizvollzugsanstalt in Lörrach. Und wie das alles zusammenhängt und wie das abgelaufen ist, wird uns der Herr Martin Deschler selbst heute mal schildern. Der sitzt mir nämlich hier gegenüber. Wir sind in der Nähe von ihm, wo er eigentlich seinen Hof hat. Ja, wir haben uns schon ein bisschen im Vorfeld unterhalten. Es muss da ja ganz schön zugegangen sein. Also erstmal herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Ja, freut mich. Ja, wir müssen das heute mal so ein bisschen versuchen zu analysieren, was passiert ist. Weil offenbar sind hier Dinge im Gange, die wir aufdecken müssen und wollen. Denn es ist ganz entscheidend, dass wir etwas dagegen steuern. Denn man kann ja nicht hier einfach tun und lassen, was man will. Vor allen Dingen die Bundesrepublik Deutschland, da befinden wir uns ja jetzt im Moment, soll ja im nächsten Jahr, in 2013, den Vorsitz des UN-Menschenrechtsrates übernehmen in Genf. Und hoppala, jetzt habe ich das Gefühl, hier werden aber einige Menschenrechte mit den Füßen getreten. Und was es damit auf sich hat, wird uns jetzt der Herr Martin Deschler erklären. Ja, Herr Deschler, also klasse, dass Sie jetzt im Moment Zeit haben. Jetzt hätte ich gern mal gewusst von Ihnen, vielleicht können Sie mal schildern, wie das abgelaufen ist an dem besagten Tag, was genau geschehen ist. Ja, ich war da auf meinem Hof und habe meine Tiere gefüttert. Dann sehe ich die Polizei an der Hofzufahrt stehen und dann wollte ich da hin und mich erkundigen, was die denn haben und dann, okay, hat man mir erzählt, ich soll Geld rausrücken oder ich soll mit denen mitkommen. Und dann da wollte ich denen das Geld nicht geben, weil die terrorisieren mich ja schon seit vielen Jahren und nehmen mir das Geld aus der Tasche. Und dann habe ich denen gesagt, also ich gehe jetzt arbeiten, ihr könnt tun, was ihr wollt. Habe einen Kübel mit Kraftfutter gefüllt und wollte den zu meinen Tieren hintragen. Ja, und dann diese eine Polizistin da, die da mit dabei war, die hat gesagt, ich soll den Kübel abstellen, sonst würde sie mir auf den Boden auskippen. Dann habe ich gesagt, ja, also ich würde den Kübel jetzt nicht auskippen an ihrer Stelle. Ja, und dann lief ich weiter. Die eine Hand war an dem Kübel, der auf meiner Schulter war. Die andere Hand war frei. Während ich damit mit dem Getreide zu meinen Tieren hinlaufen wollte, kommt der Polizist mit der Handschelle und nimmt mir die freie Hand, die linke, macht die Handschelle drum und kettet mich an so einem Anhänger, der gerade da stand, fest. An einem Anhänger von ja, Ihnen? An einem Autoanhänger, der da stand, wurde ich mit der einen Hand festgekettet, während ich auf der Schulter mit der anderen Hand den Kübel festhielt. Jetzt hatten diese Beamten, wie viel waren das? Das war ein Polizist und eine Polizistin. Der Polizist, der hieß Krebs. Den kannte ich schon früher. Jetzt, normalerweise, die kamen ja auf ihr Grundstück. Ich habe denen Hofverbot gegeben, habe gesagt, ihr habt hier Betretungsverbot. Aber das hat die nicht gekümmert. Die sind dann auf mein Grundstück. Ja, gibt's denn hatten die irgendeinen Durchsuchungsbefehl oder Haftbefehl vorliegen? Die haben mir überhaupt nichts gesagt. Es war nichts da, kein Schriftstück, gar nichts, kein Ausweis, nichts. Also das ist ja ein Hammer. Ja, das sehe ich auch so. Ja, und kannte auch die Polizistin nicht, ja, nur diesen Herrn Krebs. Jetzt, okay, Sie haben wahrscheinlich, erstmal so reagiert, wie jeder reagieren würde, erschrocken und entgeistert, dass jemand einfach auf ihr Grundstück kommt und sie versucht festzunehmen. Man hat sie ja direkt angekettet mit dieser... Ja, und als die beiden, also die Polizistin und der Polizist das festgestellt haben, dass es wohl zu schwierig für die war, mich ins Auto hineinzutragen, haben die Verstärkung angefordert.
Ja, weil Sie zu Recht gesagt haben, ich mache da nicht mit bei dieser Festnahme, ja, wenn es nicht mal ein Papier gibt, oder? Ja, habe ich gesagt, also ihr habt ja sowieso keinen Geltungsbereich für eure Tätigkeiten. Und ja, wenn ihr mich mitnehmen müsst, dann müsst ihr mich schon tragen. Freiwillig gehe ich da nicht mit euch. Das heißt, die riefen dann Verstärkung und dann kam, glaube ich, ein zweiter Streifenwagen, oder? Ja, so war es. Ja, und ich habe dann nicht mehr alles mitgekriegt, weil die haben mich ja dann umzingelt und von allen Seiten praktisch festgehalten und dann noch richtig gefesselt. Und jetzt, als dieser zweite Wagen kam, um wie viel Uhr war das ungefähr? Ja, das war so 10 Minuten später waren die da. Die kamen dann mit Martinshorn durchs ganze Dorf, sind sie mit Martinshorn gefahren, bis zu meinem Hof. Okay, und dann hat man ihnen vollends die Handschellen dann umgelegt? Genau, der zweite Polizist, der dann noch dazu kam, der hat von hinten die andere Hand gegriffen und hat sie nach hinten gezogen und auf meinem Rücken dann beide Hände zusammengefesselt. Und ich glaube, es hat auch Spuren gegeben. Die werden wir nachher nochmal separat aufnehmen mit einer anderen Kamera. Wir haben jetzt die Standkamera. Dann kann man sich das nochmal anschauen. Die sind zwar jetzt schon ein bisschen verheilt, weil das schon über eine Woche jetzt ungefähr her ist. Aber man kann trotzdem noch die Wunden sehen, die Reste. Und Sie haben ein ziemlich taubes Gefühl um Ihre Arme herum, oder? Ja, so war es. Ich habe auch noch Schmerzen beim Arbeiten. Und an verschiedenen Stellen an beiden Händen, da spüre ich nichts, wenn ich die berühre. Haben die Polizisten Sie denn bei Ihrer Festnahme über Ihre Rechte aufgeklärt? Da ist überhaupt nichts drüber geredet worden. Kein Wort. Also Sie konnten nicht weder einen Anwalt anrufen, noch irgendeinen Verwandten oder wie ist das gelaufen? Überhaupt nicht. Ja, ich wurde da einfach weggenommen, kein Mensch wusste Bescheid. Okay, und jetzt, nachdem Sie jetzt ins Auto getragen worden waren, hat man Sie weggefahren. Sie wussten wahrscheinlich auch noch nicht mal direkt wohin, aber wo sind Sie dann gelandet? Ja, das ist gut, dass Sie das fragen. Die sind nämlich zuerst mit mir zum Polizeiposten Grenzach gefahren mit gefesselten Händen. Und das hat ja wehgetan, das wussten die Beamten wohl. Und die wollten da noch ein halbes Stündchen rausschinden, damit ich noch etwas länger Schmerzen hatte. Und in der Zeit haben sie eine geraucht und geplaudert. Ja, und ließen mich da im Auto sitzen mit den Handschellen auf dem Rücken. Das heißt also, ja, das scheint also noch eine zusätzliche Hürde eingebaut worden zu sein, um ihnen noch ein bisschen mehr Leid zuzufügen, ja, vielleicht? Ja, die ganze Sache, die hat ja sehr danach ausgesehen, als hätten sie Beamten hauptsächlich drauf abgesehen, dass sie mir möglichst viel Schmerzen zubereiten können. Das war dann später auch so. Als wir in Lörrach waren, dann hat ein Beamter mich hochgerissen an der einen Hand mit der Handschelle und hat mich ein bisschen fallen lassen und dann wieder aufgefangen, sodass der ganze Stoß an einer Handschelle, an einem Handgelenk ging. Das ist wahrscheinlich da, wo Sie diese Reste der Wunden haben, ne? Das ist meine linke Hand. Vermutlich haben die Beamten meine rechte Hand geschont und nur die linke hauptsächlich traktiert, damit ich noch arbeiten konnte, wenn ich dann wieder entlassen werde. So sehe ich das. Ja. Okay, also jetzt sind Sie dann nach Lörrach verbracht worden. Was ist dann vorgefallen? Ja, dann ging es ums Aussteigen, ja, ob ich jetzt da freiwillig rausgehe in die Zelle oder nicht. War ich auch nicht bereit, da freiwillig in die Zelle reinzulaufen. Dann ging es rum, okay, holen wir einen Karren zum Transportieren oder nicht. Ja, dann hat man beschlossen, man holt jetzt einen Wägischen und hat mich auf das Wägischen geschmissen. Also geschmissen? Ja, richtig drauf geschmissen. Und dann haben die mich an die Türe gefahren, da ging es dann in so einen Keller runter. Ja, da konnte man mit dem Wagen nicht fahren. Und dann haben die mich gepackt und da so runtergeschleift. Und der eine Polizist hat noch gesagt, du Sack. Also von einem freundlichen Umgang mit Ihnen kann man nicht sprechen? Überhaupt nicht. Von Anfang bis Ende nur Schikane. Hat die Menschenwürde da aus Ihrer Sicht drunter gelitten? Ja, vor allem dann in der Zelle, da ging es ja richtig zur Sache.
Ja, ich wurde da runtergeschleift in die Zelle, die war im Keller, da war es total kalt. Das Fenster hing ganz oben und war verdunkelt. Ja, dann haben die mich auf ein Bett geschmissen, so quer, mit dem Kopf, mit dem Gesicht nach unten. Der eine Polizist hielt die Hände mit den Handschellen fest und hat die abmontiert. Der andere, das habe ich dann nicht mehr gesehen, nur gespürt, der riss mir die Stiefel runter und die ganzen Hosen und die Unterhose alles miteinander. Und dann haben die mich nackig gemacht von hinten und dann durfte ich mich umdrehen und dann ließen die mich liegen. Sie mussten sich komplett ausziehen? Ich musste mich nicht ausziehen, ich wurde ausgezogen. Total nackt. Und es war ja kalt. Es war kalt. Es war sowieso immer kalt in der Zelle. Ich habe gefroren vom Anfang bis zum Ende von der Haft. Ja, und dann war Tag und Nacht das Licht an. Ja, die haben extra so ein lautes Geräusch. Die haben wohl einen Ventilator, der extra laut ist, um die Menschen zu schikanieren. Da liefen 24 Stunden am Tag, lief so ein lautes Ding. Es war 24 Stunden am Tag das Licht an in der Zelle. Es gab nur eine Matratze, die war verdammt hart. Und da gab es nur einen Überzug mit Kunststoff. Ja, sodass die Haut dann anfing zu schmerzen nach 2 Tagen liegen auf dem Ding. Dann gab es nur eine Decke, die war aus Leinen, die hat überhaupt nicht isoliert. Und so ein Überzug, wo gar keine Ärmel hatte, dass man den Ärmel noch fror. Die Decke war zu klein, dass sie den ganzen Körper nicht decken konnte. Und ich lag da also die ganze Zeit und fror nackt unter der Decke. Die ganze Zeit sind Sie nackt in dieser Zelle gewesen? Ja, die ganze Zeit war ich nackt. Und die ganze Zeit war das Licht an und die ganze Zeit lief dieses laute Geräusch vom Ventilator und die ganze Zeit gab es kein Klopapier, sodass ich mich weigerte zu essen und zu trinken, um keinen Stuhlgang zu haben, weil da war nur so ein Klo in der Ecke, das Boden ebenerdig war und das hätte ja gespritzt und ich hätte mit meinen Händen meinen Stuhlgang vom Po wischen müssen oder ich hätte auf der Matratze mit den Resten da liegen müssen. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen oder wie es euch geht jetzt bei dem Zuhören dieses Berichtes. Mir schauert es jetzt ein wenig am Rücken herunter. Und wie sich sicher alle vorstellen können, wird diese Aufnahme weltweit herumgehen. Und wir werden das auch natürlich der Menschenrechtsorganisation der UNO zukommen lassen, diesen Bericht. Und wir fordern also internationale Untersuchungen darüber. Das ist ja wohl auf jeden Fall klar und auch Amnesty International wird durch uns informiert werden. Jetzt werden wir natürlich auch im Anschluss dieser Übertragung, dieser Sendung, die Verantwortlichen dazu konfrontieren. Das ist klar. Ich habe schon erste Pressekontakte hergestellt mit den Verantwortlichen und das werden wir jetzt dann auch schriftlich einholen, die entsprechenden Darstellungen der dafür verantwortlichen behördlichen Stellen. Aber jetzt, ja, bitte, ja. Ja, was ich noch sagen wollte, da war ja ein Arzt zuständig für die ganze Sache. Ja, das ist der Herr Dr. Huckenschmidt. Der hat eine Privatarztpraxis in Lörrach. Und das fand ich ja schon der Hammer, dass ein Arzt, der eine Praxis führt, da in dem Knast solche Zustände zulässt und mit ansieht und nichts dagegen tut. Dr. Huckenschmidt. Ja, ich habe ja auch dem Herrn Dr. Huckenschmidt geschildert, dass ich auf meinem Hof schon seit über 15 Jahren herumschikaniert werde, weil man mein Land wegnehmen will und mir nichts dafür geben. Und das hat den Herrn Dr. Huckenschmidt überhaupt nicht gekümmert. Er hat nur gesagt, das wäre halt so in der Wirtschaft. Ja gut, da kommen wir vielleicht nochmal gleich dazu, zu den Hintergründen. Lassen Sie uns nochmal jetzt zu Ende besprechen, Ihre Situation in dieser Zelle oder während eben dieser Haft. 2 Tage Haft für 118 Euro für irgendeine Strafe seitens des Landratsamts in Lörrach, Baden-Württemberg, für, so habe ich mir das notiert, ich schaue es nochmal genau nach, für ein Verkehrsdelikt, weil Herr Deschler hin und wieder Futter für seine Tiere holt mit einem Anhänger und dieser Anhänger hatte mal
angehalten worden, weil er keinen TÜV hatte. Das hat auch noch einen besonderen Hintergrund, da können wir auch gleich nochmal darauf hinweisen. Aber für diesen Akt wird jemand 2 Tage lang so malträtiert, mit 2 Polizeiwagen abgeholt. Jetzt muss man sich natürlich fragen, Moment, also wenn man jetzt von Wirtschaft spricht, ja, wo da die Verhältnismäßigkeit liegt, 118 Euro und dann 2 Tage Haft, 2 komplett ausgestattete Streifenwagen, 8 Leute, die um ihn herumstehen, ja, hat das vielleicht auch was gekostet, wenn man es nur mal jetzt vom Gelde ansieht, könnte sein, ne? Ja, die Polizisten haben gemeint, ich müsse das alles bezahlen. Die haben mich ja in mistigen Klamotten, ja, ich hatte ja auch 2 Tage lang den Mist an den Fingern noch, obwohl da eine Wunde an der Hand war. Ich habe kein Wasser gekriegt, die Hände zu waschen, gar nichts. Das blieb alles, wie es war. Und dann haben die mich mit meinen mistigen Stiefeln durch den Polizeiwagen gezerrt und haben sich danach noch beklagt, dass der Polizeiwagen verdreckt war. Ich müsste die Reinigung bezahlen und die Reinigung von den Kleidern von den Beamten. Das sind starke Stücke, die wir jetzt mal in Erfahrung bringen. Das heißt, sie hat gar keine Möglichkeit, sich in diesen 2 Tagen irgendwie zu waschen, zu reinigen, so wie man das eigentlich erwarten dürfte? Genau so war es. Meine Hände waren verschmutzt, meine Hände hatten offene Wunden und niemand gab mir was, meine Hände sauber zu machen, auch nicht der Herr Dr. Hugenschmidt. Das ist ja natürlich ein Hammer. Da müssen wir den natürlich auch nochmal dazu befragen. Er kriegt von mir auch noch eine Presseanfrage. Jetzt ist nochmal für eins für mich wichtig, weil das ist auch ein wesentlicher Punkt meiner ersten Anfrage bei den Behörden gewesen. Sie sind ja ein Bauer, Sie haben Vieh, das versorgt werden muss. Sie waren ja mitten in der Arbeit. Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist das abgelaufen? Ja, die haben mich, wie gesagt, da einfach weggeholt. Keiner hat sich um das Vieh gekümmert. Es war allen egal, was mit dem Vieh passiert. Ja, ich war einfach weg. Es wurde niemand darüber unterrichtet, dass ich weg war. Und der Hof wurde sich alleine überlassen. Ja, und ich ging zwar davon aus, dass sich die Leute, die mich da wegnahmen, auch um die Organisation von dem Hof dann irgendwie kümmern. Aber anscheinend ist da null gelaufen. Ja, ich kann das bestätigen, weil ich ja den Anruf Ihres Bruders erhielt am Abend des Tages, wo Sie in Haft genommen wurden. Das heißt, er wusste am Abend selber noch gar nicht, wo Sie sich aufhalten. Und Sie hatten sich auf jeden Fall bei ihm nicht melden können. Warum hat man Ihnen verweigert, zum Beispiel Kontakt aufzunehmen mit irgendwem, Anwalt oder Familie? Das weiß ich überhaupt nicht. Es war überhaupt keine Chance, irgendwie zur Außenwelt da Kontakt aufzunehmen, weder bei der Verhaftung noch in der Zelle. Es gab gar keine Chance, niemand hat es mir angeboten und es war keine Möglichkeit. Die Zelle war verschlossen, das Fenster verdunkelt und es gab keine Chance, da irgendwie noch was zu regeln. Gut, man hat Ihnen wahrscheinlich Essen angeboten, aber Sie verweigerten es eben, um keinen Stuhlgang haben zu müssen. Genau so war es. Ja. Ich wollte nicht, dass ich mir irgendwann mal mit der Hand den Po abwischen musste oder vielleicht 2 Tage mit Stuhlgang verschmiertem Po auf der Gummimatratze da zu liegen. Ja, das wäre ja unangenehm und stinkend gewesen. Ja, ich denke, hier ist mal dringender Handlungsbedarf gegeben, dass wir da Sachen mal auf den Grund gehen, wie hier Gefangene, auch wenn es nur für 2 Tage ist, behandelt werden, in Lörrach. Wir wollen ja das nicht auf die Allgemeinheit schließen lassen unbedingt, aber in Lörrach war es so. Jetzt haben wir natürlich noch eine Frage in Bezug auf Unterlagen. Haben Sie jetzt bis dato irgendeinen Haftbefehl, einen Durchsuchungsbefehl vorliegen gesehen? Nein, überhaupt nichts. Sie haben auch nichts ausgehändigt bekommen oder eine Kopie oder sowas? Nichts, kein Papier bei der Verhaftung, kein Ausweis, nichts. Das waren vollkommen unausgewiesene Personen und kein Auftrag wurde gezeigt, überhaupt nichts. Es war vollkommen freihändig gehandhabt. Also, ich denke mal, viele, die jetzt mir hier zuhören oder uns zuhören, Herrn Deschler zuhören, fragen sich, in welchem Regime wir uns hier gerade befinden. Okay, aber da kann sich ja jeder seine Gedanken darüber machen. Wir werden das natürlich auch weiter
bekannt machen, wie gesagt, auch international. Jetzt ist natürlich Folgendes, Herr Deschler, wir haben schon im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen. Ich bin ein bisschen informiert. Es hat irgendwelche zurückliegenden Hintergründe, weswegen es zu diesen doch vehementen Drangsalierungsaktionen kommt. Können Sie uns dazu so ein bisschen Auskunft geben, soweit Sie das verantworten wollen? Ja, also es hat nicht nur irgendwelche zurückliegenden Hintergründe, ja, es gibt nur einen, es ist ein totaler Hintergrund, schon über 15 Jahre wie ein roter Faden, werde ich herumschikaniert und drangsaliert. Es kam vor 15 Jahren der Polizist Peter Richard zu mir und hat mir erzählt, ich soll meinen Hof verkaufen, sonst würde ich nie mehr Ruhe kriegen. Und diese nie mehr Ruhe, diese Unruhe kam nur von Behörden, wurde dort organisiert. Dann habe ich den Herrn Richard ein anderes Mal vor ungefähr 3-4 Jahren gesehen, habe ihm alles geschildert, was hier so ablief. Dann beispielsweise, dass mir die Milchproben gefälscht wurden. Ja, sogar noch, als ich keine Milch mehr ablieferte, habe ich schlechte Milchproben gekriegt, ohne einen Tropfen Milch. Dann wurden Pferde malträtiert, die bei mir untergebracht waren. Ja, und die Metzger, die mein Vieh abkaufen, die werden wohl auch momentan noch involviert, damit sie das Vieh mir nicht mehr abnehmen. Es ist von vorne bis hinten ein Wirtschaftsterror. Also diese Verhaftung hat meiner Meinung nach mit diesen 120 Euro überhaupt nichts zu tun. Es ging nur die Eskalation noch weiter voranzutreiben und man ist jetzt bei Verhaftungen gelandet. Ja, und es wäre wahrscheinlich nicht die letzte Verhaftung. Es wird so weitergehen, solange bis ich mein Land hergebe. Naja, das ist ja auch mehr als nur eine Verhaftung. Das klingt schon ein bisschen nach Folter, würde ich sagen. Ja, oder? Es war Folter, die pure Folter. Von vorne bis hinten eine Zelle, eine Gummimatratze, alles total kalt, das Fenster verdunkelt, man konnte nicht richtig sehen, war es Tag oder Nacht. Der Lärm, der fortwährende Lärm, der dann von einer Stelle zur anderen gewechselt hat, immer wieder in der Zelle, die Kälte, die Behandlung, alles deutet auf Folter hin, ja, und man hat es auf Schmerzen abgesehen, der Arzt war vollkommen untätig, ja, der hat es noch unterstützt. Also Folter ist meiner Meinung nach fast schon Verniedlichung von der Sache. Ja, also das ist erschreckend. Deswegen beschäftigen wir uns auch mit dieser Sache, auch im Rahmen der Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten, dass wir solchen Dingen auf den Grund gehen. Denn was Herr Deschler hier sagt, ist, dass es alles einen Hintergrund hat. Man will offenbar an sein Grundstück ran, das in der Nähe des Rheins liegt und an diesem Rhein, an der Grenze zur Schweiz, die Schweiz liegt ja auf der anderen Seite des Rheins, soll ja ein größeres Projekt aus dem Boden gestampft werden und viele andere, die auch Grundstücke hier haben, ich glaube, das ist auch eine Firma, die sollen hier vertrieben werden. So ein bisschen fasse ich das mal so zusammen. Aber vielleicht können Sie uns dann noch mal so das eine oder andere dazu schildern, ohne dass wir jetzt in diesem Fall vollends einsteigen wollen. Aber so ein bisschen mal, dass die Leute Vorstellung haben davon, was hier eigentlich abgeht. Ja, also die Sache mit der Milch, die ich schon geschildert habe, die wurde ja damals von einem Herrn Peter Weber angeleiert. Der Herr Peter Weber hat in meiner Umgebung Unterschriften gesammelt und sie ans Milchwerk geschickt und gefordert, entweder ihr kauft dem Deschler die Milch nicht mehr ab oder wir kaufen von euch nichts mehr im Laden. Diese ganze Milchprobenmanipulation ist daraufhin erfolgt. Der Herr Peter Weber, der ist auch hinter dem Asphaltmischwerk her. Ja, die haben da gerade eine Demonstration gemacht vom BUND. Da ist der Herr Weber mit drin. Der Herr Weber ist wohl dafür, dass die Biotope am Rheinufer zerstört wären und hilft dem Herrn Benone, der Projektleiter von diesem Lagunenprojekt ist. Dazu muss man sagen, dass dieses Lagunenprojekt, wo man den Eigentümern das Land wegstehlen will und sie dafür schikaniert, an der Bundesbauausstellung im Jahr 2020
präsentiert werden soll. Also es ist ja wohl unerhört, dass das mit Bundesunterstützung, mit Subventionen im Rahmen einer Bauausstellung ein Projekt präsentiert werden soll, wo die Eigentümer von den Grundstücken über Jahrzehnte hinweg schikaniert wurden, damit sie das Land dafür hergeben. Also das ist natürlich, ja, das klingt schon fast wie so ein amerikanischer Krimi, ne, wo auch schon solche so Dallas- und Denver-Geschichten da ablaufen. Jetzt können Sie noch vielleicht ein paar Worte zu diesem Projekt Lagune sagen? Ja, also der letzte Stand von dieser Lagune ist, der Herr Benone bietet an, im Gegenzug zu seiner Rheinuferzerstörung 55 plus 50 Hektar Ausgleichsfläche im Ort also zu spendieren. Er hat noch nicht mit einem einzigen Eigentümer von den Grundstücken, und es ist sehr parzelliert, es sind sehr viele Eigentümer, er hält es nicht für nötig, die Leute zu konsultieren, von denen er das Land weitergeben will. Ja. Kennen Sie da den Firmennamen? Ist Ihnen der geläufig jetzt im Moment? Oder? Also ja, dieses Projekt da aus dem Boden stampfen? Die Frau Sutter hat da ein Grundstück. Das ist die Witwe von dem ursprünglichen Kiesgrubenbetreiber. Das ist 7 Hektar groß. Ja. Und da will man jetzt anhand von dem Grundstück von 7 Hektar diese 105 Hektar in Bewegung setzen. Ah ja, okay, gut, wir können das nachreichen, wir recherchieren das nochmal. Es gibt da, glaube ich, auch schon den einen oder anderen Link im Internet oder so zu diesem Projekt. Das werde ich dann noch nachliefern. Gell? Ja, Herr Deschler, also ich denke mal, für den ersten Moment ist das schon mal eine sehr, ich würde sagen, erschreckende Schilderung von den Zuständen, wie hier Menschen behandelt werden in der Bundesrepublik Deutschland, dass den Vorsitz übernehmen wollen bei der UN-Menschenrechtsorganisation in Genf. Da sind wir natürlich schon ein bisschen erstaunt. Und ich glaube, da werden auch die Ministerien jetzt hier mal in die Pflicht genommen, um Aufklärung in die Sache zu bringen, wie hier Menschen behandelt werden, auf bundesrepublikanischem Boden. Wir reden nicht von einem Regime irgendwo, ja, in einer Bananenrepublik, sondern in der Bundesrepublik. Ja, oder? Darf ich noch was sagen? Gerne. Ja, also wenn Sie jetzt da einfließen lassen, dass Sie Behörden konsultieren wollen, ja, und erhoffen sich da irgendwas, ja, ich arbeite schon seit 15 Jahren in der Richtung. Die Behörden wissen das alle, was hier abläuft. Kein einziger hilft mir. Ja, die sind alle involviert und eingeweiht und die halten zusammen. Das ist eine Seilschaft. Halten zusammen wie Pech und Schwefel. Also ich wünsche Ihnen da viel Glück. Gut, deswegen schalten wir uns ja auch ein, weil eine wichtige Kraft innerhalb einer, ja, demokratischen Gesellschaft ist ja die Presse, ne? Das sind die Medien. Ja, und wenn es die lokalen Medien nicht machen, machen wir es. Ja, dazu will ich auch noch was sagen. Ja, gerne. Ja, man hat ja auch die Presse schon gegen mich benutzt. Ja, sie machen da also eine Ausnahme, wenn sie da wirklich gegen die offizielle Meinung irgendwas unternehmen wollen. Ich hoffe, sie bleiben dabei unversehrt. Ja, also das habe ich auch immer auf meinem Impressum mitgeteilt, dass ich immer auch meine Gesundheit, ne, erwähne, die vielleicht mal in Mitleidenschaft gezogen werden sollte. Das ist, das wäre eigentlich dann nur noch eine Verstärkung des Freiheitswillens der Menschen, die sich das nicht gefallen lassen wollen. Davor habe ich sowieso keine Angst. Also viel Glück. Ja, ich danke Ihnen. Herr Deschler, also klasse, dass Sie hier so mutig waren und das vor der Kamera, vor dem laufenden Mikrofon, das machen Sie auch nicht jeden Tag, so ausgesprochen haben. Dazu muss ich nur sagen, ich habe nichts mehr zu verlieren. Die haben mir alles genommen und kaputt gemacht. Alles, was mir im Leben wichtig war, wurde mir bewusst und gezielt zerstört. Es wurde immer wieder nachgeforscht, was meine Vorlieben sind. Und da wurde dann kräftig mit Hand angelegt. Das bin ich schon gewöhnt. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Okay.
Ja, wir kämpfen für die Freiheit, wir kämpfen für die Menschenrechte und in diesem Fall müsste uns eigentlich die Bundesrepublik Deutschland ganz besonders helfen, ne, wenn sie in den Vorstand dieser doch wichtigen Organisation bei der UN gehen. Und wir werden sie mit in die Pflicht nehmen. Und in dem Sinne ist der Detlef von Wakeness Radio, Wakeness TV. Wir bleiben an der Sache dran. So, jetzt wollen wir uns nochmal die Hand von Herrn Martin Deschler anschauen. Wir können hier eigentlich auf seiner Hand erkennen, wie das aussieht. Vielleicht können Sie nochmal schildern, ja. Herr Deschler, wie das, wo genau die Wunden entstanden waren. Ja, das ist also jetzt schon 5 Tage her, ja, sonst wäre hier noch alles rot und geschwollen. Ja, hier war eine Wunde. Ja, da tut es jetzt noch irgendwie, habe kein Gespür an der Stelle. Also müssen ja, auch Nerven. Auch ja, es müssen Nerven verletzt worden sein. Das ist taub. Und hier war eine Stelle, die geblutet hat. Und da war ein total roter Streifen über das ganze Handgelenk. Und das hat derart geschmerzt. Drehen Sie auch mal die andere Seite. Ja, hier sehen Sie, hier hat es geblutet. Mhm. Und als die linke Hand haben sie wohl mehr in Mitleidenschaft gezogen, die rechte etwas mehr geschont, damit ich nachher gleich wieder arbeiten konnte, mindestens mit einer Hand, mit der rechten. Ja, und da war es nicht ganz so schlimm, aber die linke, die war schon heftig. Und ich habe an beiden Händen jetzt Stellen, wo ich kein Gespür mehr drin habe. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal wiederkommt oder wie das läuft. Hier ja, vielleicht sollte man wirklich da auch nochmal den Arzt aufsuchen, auch im Nachhinein, einfach nur um sicher zu gehen. Ich habe mir halt gedacht, die Ärzte halten sowieso alle zusammen. Wer wird mir schon gegen Behörden und helfen? Ich habe keine Hoffnung. Ich habe da so viel Erfahrung, dass die alle zusammenhalten und dass man da nie ein objektives Urteil dann drüber kriegt oder ja, ein Gutachten, das, ich habe das schon oft, das Gutachten einfach nur so hingeschrieben werden, obwohl was ganz anderes richtig und wahr ist. Gut, und so sehe ich das hier. Ja, okay, wir müssen es einfach jetzt mal so nehmen, wie es ist. Herzlichen Dank. Ich denke, das ist noch wichtig, dass die Leute das auch mal sehen, wie das aussieht. So, wir haben noch eine interessante weitere Information, die wir noch mit einflechten möchten. Denn Herr Martin Deschler hat eine Entdeckung gemacht in seiner Zelle. Es hing dort nämlich eine Kamera und man hat offensichtlich auch ihn entweder gefilmt oder Fotos gemacht. Herr Deschler, schildern Sie uns noch mal, was Sie da genau erlebt haben. Ja, also ich lag da nackt in der Zelle, in der Ecke das Klo, das ich benutzen sollte. Am Boden und in der gegenüberliegenden Ecke, da war, wie gesagt, diese Kamera. Ja, und das war was ganz Interessantes. Das war eine Kamera, die sich raus und rein schob. Ja, die ist ja zurückgefahren, wenn sie nichts zu tun hatte. Ja. Und ab und zu fuhr sie raus. Ja. Und rings um die Kamera rum, da waren LEDs weiße. Ja, das war wohl für den Blitz. Ja, das hat ab und zu geblitzt. Es waren aber nur LEDs, nicht wie ein Blitz bei einer richtigen Kamera, nur so ein bisschen dunkles Licht. Ja, und dann habe ich diese Kamera, wie gesagt, schon gesehen, dass ich ab und zu fotografiert wurde, wie ich da nackt in der Zelle lag. Wie gesagt, die Linse konnte rausfahren. Dieser LED-Kranz um die Linse rum war auch verstellbar, fuhr rein und raus. Er musste wohl hinter der Linse liegen, damit es gute Fotos gibt. Ja, und als ich das dann sah, habe ich die Werder ein paar Mal angesprochen, ja, ob ich wohl von diesen Bildern, die da von mir gemacht wurden, wie ich in der Zelle lag,
am Schluss ein paar kriegen könnte. Ja, das wurde mir bestätigt. Ja, ich könnte welche haben. Und es hat niemand protestiert, als ich von Bildern, die von mir gemacht wurden, erzählt habe. Anscheinend war es dann auch so, ja, dass es Bilder gemacht wurden von mir, nicht nur gefilmt. Jetzt mussten Sie ja am Ende der Haft, als Sie entlassen wurden, wurden Sie ja noch von einem Sozialarbeiter, glaube ich, begleitet. Und Sie mussten oder hätten noch irgendwas unterschreiben sollen. Können Sie das noch mal kurz schildern, wie das abgelaufen ist? Ja, man hat mir ja schon angekündigt, dass mich der Sozialarbeiter entlassen würde und dass ich da noch eine Fahrkarte kriegen würde, damit ich damit heimfahren könnte. Ja, und das war dann auch so. Da kam dann einer, der mich rausbegleitet hat. Der hat Formulare dabei gehabt. Ja, das eine Formular war ein Rentenformular für 2 Tage, dass mir die Rente für die 2 Tage nicht verloren ging. Und das andere Formular, da wurde von mir verlangt, dass ich bestätige, dass mir in der Zelle nichts passiert war. Dann war da noch eine Stelle, wo man wählen konnte, ob man die Vernichtung seiner Bilder fordert, die gemacht wurden. Ja, und dann habe ich gestutzt und wollte wissen, was das für Bilder waren. Ja, dann sagt mir dieser Sozialarbeiter, ja, wir haben im Weggehen von Ihnen ein Foto geschossen, wir haben sie aber nicht richtig drauf. Es ging um dieses Foto. Ja, ich wusste aber von dieser Kamera. Ja, habe das dann auf dem Papier vermerkt, dass ich die Vernichtung von Fotos innerhalb und außerhalb der Kamera verlangen würde. Ja, ob das dann gemacht wird oder nicht, das kann man sich ja denken. Ich nehme nicht an, dass man Bilder von mir gemacht hat, wie ich da in der kalten Zelle, in der 24 Stunden belichteten, mit dem Lärm drin, wie ich da liege und mit dem Klo in der Ecke, das ich benutzen sollte, dass man von die Bilder nur gemacht hat, um sie nachher zu vernichten. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Man hat wohl einen Zweck damit verfolgt. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll im Moment. Diese Fragen werden wir die Verantwortlichen stellen. Ich hoffe, die haben die richtigen Antworten für uns. Aber ich glaube, mit den ganz einfachen Antworten werden wir uns auch nicht zufrieden geben. Das wird an die ganz, ganz große Glocke gehängt. Für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.